Der teuerste Wohnwagen Europas, habe ich ein Video genannt. Das hat mittlerweile 250.000 Aufrufe. Jetzt sehen wir ihn in der 2021er Variante, ja, zusammen mit Sabrina Fehwinger. Ich grüße dich herzlich. Wir sind bei AMC Schmidt auf der Messe, nämlich auf dem Stand von Tabbert. Ihr seid der größte Tabbert-Händler Europas. Und das ist ein Fahrzeug, das habt ihr so oder so ähnlich auch bei eurem Hof stehen. Jetzt nicht der 2021er, aber der 2020er. Ein Palast auf Rädern. Ein Palast auf Rädern. Hallo Sven. Ja, grüß dich herzlich, Sabrina. Ihr seid hier auf dem Stand. Man kann die Fahrzeuge kaufen. Wenn wir drin sind, werden wir gleich mal die Maske ausziehen. Hier draußen ist strengste Hygiene. Ist auch zu Recht so, alle haben Masken an, 20.000 Leute ist die Beschränkung. Wir erklären heute mal, das ist das Fahrzeug mit Slide-Out, was sich alle angeschaut haben bei uns auf dem YouTube-Kanal und die Leute total begeistert hat. Was hat sich denn geändert 2021? Hinten, oder? 2021 hat sich eigentlich nicht allzu viel geändert. Er ist das Ultimum an sich. Du kannst aber mal den Vergleich anstellen hier. Die Form und alles, das spricht ja einfach schon an. Ja. Von so einem Fahrzeug musst du einfach begeistert sein. Im Innenleben haben wir einen Fernseher, den wir jetzt ausfahren können und. Wir gehen einfach mal durch, lasst euch einfach mal inspirieren von dem Fahrzeug. Ja, man sieht es hier, Bug- und Heckteile aus stabilem LFI, Long Fiber Injection, das habe ich schon gelernt. Das ist eine spezielle Technik, mit der man ganz tolle Sachen machen kann. Unter anderem kann man wärmendämmende Dächer machen. Das ist wirklich Hightech, was hier angeboten wird. Eigentlich kommt das aus dem Wohnmobilbereich und wird hier umgesetzt. Ja, korrekt. Du siehst ja auch hier, das ist ja eigentlich dieses Heck macht ja einiges daher, aber hat ja, das sieht ja aus wie eine Scheibe, aber das ist aufgesetzt. Du hast ja hier hinten dein Bad, dein Heckbad, das ist ja komplett zu. Zeig mal gerade den Schriftzug, den ihr eingelassen habt. Das ist richtig cool, Cellini. So sieht es aus. Man hat sehr viel Platz. Der Slider macht viel aus. Und hier, diese Scheibe, die ist funktionell. Das heißt, da kann ich rausgucken? Da kannst du nicht rausgucken. Kann ich nicht rausgucken. Das heißt, die ist aufgesetzt. Das ist dein Heckbad. Das ist quasi ein Designelement, kann man das sagen? Ja. Ansonsten wäre es ja weiß. Wird ja gar nicht gut aussehen. Nee, ja. So, jetzt gibt es eine Kleinigkeit. Hier hinten sind nämlich die Anschlusselemente drin. Und eine Durchführung nach unten. Also anders wie andere Wohnwagen habe ich den Anschluss nicht an der Seite. Hier hast du den versteckt. Da kommst du von unten her und kannst deine Anschlüsse dementsprechend von hier hinten. Da hast du noch einen City-Wasseranschluss. Oh, balla. Ich stehe etwas verkehrt. Zieh mal feste. Das hat man das letzte Mal schon. Ja, ich stehe etwas verkehrt und dann passt nicht so die Kraft. So, wenn du gerade ein Stückchen rüber gehst mit der Hand, genau. Das ist der City-Wasseranschluss, der füllt den Tank immer automatisch auf. Genau, du hast die Möglichkeit, hier den Tank direkt zu füllen. Ja. Dann hast du immer on board deine 45 Liter, sage ich jetzt einfach mal in Serie. Oder du schließt hier einen Gardena-Schlauch an eine Wasserstation, an einen Wasserhahn. Und dann automatisch wird jedes Mal das Wasser gezogen, wenn der Tank einen gewissen Pegelstand nach unten erhält. Zieht er automatisch Wasser. Du hast eine Toilettenspülung erwähnt, so ähnlich. Ja, was ziemlich cool ist, ich habe hier noch Stauplatz für lange Dinge, wie Schirme zum Beispiel, die ich reinlegen kann. Kabel, alles, was du so irgendwo mitschleppst, kannst du hier hinten wie eine Garage verstauen. Zeig mal gerade ein kleines Teil, mach mal zu, aber nicht ganz zu. Dann zeige ich mal gerade, wie schön das hier verarbeitet ist, dass man das Ganze mal sieht. Das ist, ich sag mal, nun wirklich nicht vergleichbar mit den kleinen Tabbert-Modellen. Das hier ist wirklich auf Dauer gebaut. Ja. Also nicht, dass die anderen nicht auf Dauer gebaut sind, aber das ist, ich sag mal, eine ganz andere Fertigungstechnik. Wir sprechen hier von 3,5 Tonnen. Wir sprechen hier von einigem Angewicht, ja. Da musst du dann auch das entsprechende Zugfahrzeug dazu haben. Meistens wird dieses Fahrzeug gezogen von entweder großen SUVs oder von Fahrzeugen aus dem Nutzfahrzeugbereich, die ziehen. Ja, ja, ja. Schausteller, Gewerbetreibende, auch Privatpersonen. Wir haben selber jemand, der macht bei uns vor Ort an der Mosel Camping damit. Das ist im Endeffekt eine Villa auf Rädern. Eine Villa auf Rädern, ja. Da bin ich jetzt zum Beispiel bei Morelo, die ja auch zu Knaus Tabbert gehören, und habe ein Slide-Out mit drin, da gibt es ein neues Fahrzeug. Da liege ich schon mal direkt bei 300.000, 400.000 Euro. Vielleicht will ich ja einfach nur irgendwo stehen, mich ab und zu mal bewegen. Und da ist das eine tolle Alternative. Fällt unglaublich auf. Ja, es fällt auf jeden Fall auf. So, Cellini stellt drauf, das Tabbert-Patentdach. Was ganz toll ist,
Ja, ist beleuchtet, können wir gleich mal einschalten. Was ziemlich toll ist, was mir gut gefällt, ist die Integration der Thule Omnistor. Die ist nicht aufgesetzt, sondern ist so schön obendrauf, dass man eigentlich nur noch eine Rahmenverlängerung dran machen müsste. Dann wird sie gar nicht mehr auffallen. Dann wirst du gar nicht sehen, ja. Die ist riesig. Warte mal, wenn du mal ganz kurz stehen bleibst, dann zeige ich euch mal komplett. Das ist das Fahrzeug und da oben drauf ist die Markise. Also sie ist wirklich wunderschön integriert und auch mit dem Glattblech. Das gibt es auf Wunsch auch mit Hammerschlagblech? Nee, der Silini ist mit seinem Glattblech präsentiert. Cool. Ja, Doppelachser, hier ist die neue Felge dran. Diese Tasche, die ist immer noch da. Sie ist unglaublich beliebt, glaube ich. Sie ist unheimlich beliebt, jawohl. Mülleimer hat man ja soweit nicht mehr. Und das ist für die Dame von heute. Kannst du deine Brötchen mitnehmen? Ist übrigens, ich glaube, ein Mülleimer ist auch drin. Er ist in der Küche auf Wunsch, wenn man das will. So, ich zeige mal gerade, das ist die Aufbautür. Wir bleiben erstmal nochmal außen. So, da ist die Patricia. Nicht Sabrina, Patricia. Nicht Sabrina, wir filmen ja schon einiges. Das ist jetzt der größte Wohnwagen hier, glaube ich, auf der Messe. Also der wahrscheinlich größte, sagen wir es mal so. Ich habe keinen größeren bisher gesehen. Wir gehen gleich mal rein. Mhm. Du schaust dich mal ein bisschen um. Du bewachst noch ein bisschen die Tür, ja, weil er ist sehr, sehr umlagert. Und das ist der Silini 750 HTD 2,5 Slide-Out und 3500 Kilogramm zulässige Gesamtmasse. Und er hat etwa 600 Kilogramm Zuladung. Ich denke, das ist okay. Ja, die braucht man auch. Die brauchst du auf jeden Fall. Und dann immer bedenken, was man noch dazu packt. Alles, was noch da rein mitkommt, geht hier ja weniger. Ja, das ist auch so. Das Fahrzeug gibt es bereits ab 79.533 Euro. Dann ist er aber nackt. Nee, er ist nicht nackt, sondern er ist schon gut ausgestattet. Er ist schon gut ausgestattet, richtig. Ja. Ja. Und so wie er hier steht, kostet er 107.098 Euro. Und da ist einiges drin. Das werden wir uns gleich mal anschauen. Insbesondere die hydraulischen Stützen. Ja, hier, das ist Wahnsinn. Du hast hier in dem Moment 6 Fixpunkte, wo der Wohnwagen sich dementsprechend selbst aufstellt und justiert. In der Mitte, da kann man übrigens mal das Video sehen. Wir haben ein eigenes Video gedreht in Ida Oberstein bei euch. Da sieht man die Stützen in Aktion. Mhm. Habe ich extra gemacht. Am besten mal eingeben, Cilini Hubstützen in Aktion. Dann kann man das sehen. Und wir gehen noch mal kurz drum rum. GPS-Ortungssystem ist jetzt in Serie. Das bedeutet, es ist bereits eingebaut. Man macht einen Vertrag. Ist das sehr teuer? Nee, das ist für Tabatkunden sogar gar nicht so sehr teuer. Da gibt es eine Option, die kann man direkt mit Bestellung auswählen. Das Fahrzeug kommt und es wird nachher aktiviert. Lebenslang. Dann hast du in dem Moment lebenslang mit verschiedenen Optionen. Das ist aber dann der Anbieter nachher noch. Genau, das heißt, funktioniert, da ist wahrscheinlich eine SIM-Karte drin, der ortet das, der funkt das an dein Handy. Du hast eine App, du kannst sehen, wo dein Fahrzeug ist, wenn es denn wirklich mal geklaut wird. Oder einer hat es versehentlich verwechselt, kann ja mal passieren. Hey. Das kann dir auch selber passieren, du fährst los und hast vergessen, es zu deaktivieren und dann geht das Ding los. Genau, das heißt, sobald aus dem Bereich raus ist. Ja, da haben wir schon drüber gesprochen, das ist keine normale Tabatachse. Das ist, glaube ich, das fetteste Ding, was ich je gesehen habe. Die ist auch von Alco? Die ist auf Alco. Das ist die 3,5-Tonnen-Achse. Siehst du hier? Ja. Boah. Hat's geschossen, ne? Das ist der Hammer. So, da brauchen wir auch nicht. Ich nehme an, der liegt auch wie ein Brett auf der Straße. Das Schöne ist, man kann auch reingucken. Da vorne ist er drin. Wir haben ihn extra mal ganz kurz gesperrt, wo er drin ist. Und hier ist der Slide-Out. Ja, über den Slide-Out haben wir schon mal gesprochen. Der hat eine kleine Markise mit dabei, dass da kein Laub und so weiter drauf hält. Ja, die kann man ausfahren. Ein- und ausfahren kann nachher, nichts drauf liegt. Das ist so. Das ist Hightech, ja. Das bedeutet also, wenn ich den ausfahre, habe ich richtig viel Platz. Es erweitert den Raum ungefähr um einen halben Meter, ist das so? Ja, wirst du gleich im Innenleben feststellen. So, und hier habe ich einen Gaskasten, da könnte man auch drin schlafen zur Not. Ja. Richtig, da könntest du drin schlafen. Ich steche mal gerade daneben, ich will mal gerade die Größenverhältnisse zeigen. Ja, geh mal daneben. Kann ich rein? Aber das ist ja auch notwendig. Man nimmt ja auch schwere Sachen mit, die man mal hat. Da kann man sogar ein kleines Kinderfahrrad reinstellen. Was hattest du noch hier? Guck mal, einmal frei Platz. So ein Dreirädchen oder irgendwas. Super, wir gehen mal rein. Und hier sind wir jetzt. Genau. Das ist die große Aufbautür.
Die muss natürlich auch breit sein, dass man gut reinkommt. Hier oben habe ich nochmal die Halter mit dran. Hier ist nochmal so ein kleines Detail. Hier ist eine LED-Lichtleiste in der Leiste mit eingebaut. Die leuchtet. Kann man die anmachen, Sabrina? Ja, mach mal an. Ich will die mal sehen. Die ist auch dimmbar. Und das Schöne ist, die Lichtsteuerung ist mit einem Bussystem versehen. Das bedeutet, ich kann also an mehreren Punkten das Licht an- und ausschalten. Eventuell ist die... Ha, jetzt habe ich dich, oder? Mama? Nee, noch nicht. Sag mal, jetzt bin ich aber echt aufgeschmissen, ne? Da ist er. So. Ist er an? Ja, ist er an. Jawohl. Super. Das ist schon schick. Das heißt, man erkennt es gar nicht, wenn man es nicht weiß, sieht man es gar nicht, oder? Dass die beleuchtet ist? Ja. Yeah. So, hier vorne ist übrigens die Lichttechnik, die eingebaut ist. Das kenne ich, das habe ich gesehen bei Knaus. Habe ich die gleiche Steuerung gesehen. Das heißt, also die habt ihr jetzt auch hier eingebaut. Das Schöne ist ein Bussystem, also nicht mehr einzelne Schalter, sondern ich kann das von mehreren Stellen, kann ich das Setup wählen. Könntest du das auswählen, genau. Du kannst die Lichter schalten. Es ist eine Serie-Zusatz mit einer Smart-Steuerung könntest du noch reinmachen. Sprich heute Alexa genannt. Dann hast du die Möglichkeiten, auch verschiedene Sachen mit der Lichtanlage und so weiter zu steuern. Also ganz viel, was möglich ist. So, wir machen mal die Tür zu und verriegeln die mal, dass wir die Masken auch auslassen können. Das ist vom Dekor her, ich glaube, das ist der schönste Tower, den ich je gesehen habe. Willst du ihn mitnehmen? Nee, ist zu schwer. Ich kann ihn nicht tragen. Oh. Ein cooles Detail ist hier unten das LED, was hier drunter nochmal drin ist. Das war vorhin sogar an, aber du hast es, glaube ich, ausgeschaltet. Mach mal an. Ah. Da ist es. So, jetzt mach mal zu. Und dann sieht man direkt, wichtig ist ja das indirekte Licht. So, da haben die Leute unglaublich viel Zeit drauf. Mhm. Was denn? Das finde ich auch sehr schön. Ja, Lichtdusche spiegeln. Also gefällt mir hier auf der Messe ausgestellt noch ein bisschen besser wie das letzte Video bei euch auf dem Hof, was wir gedreht haben. Denn es hat geregnet, wir mussten ihn unterstellen. Es war nicht so schön, es hat dir nicht gefallen, trotzdem hat es über 250.000 Aufrufe. Ja. Dieses Fahrzeug erregt die Gemüter. Viele sagen, wie kann man nur so viel Geld für einen Wohnwagen ausgeben? Aber ich glaube, Menschen, die hier drin wohnen, die sind so glücklich, diesen Raum zu haben. Ich zeige es mal gerade, ich gehe mal gerade hinten. Vielleicht mal... Patricia, zeig mal gerade, du hast eine Kleinigkeit entdeckt, die normalerweise im Maybach sind. Ja, das wie so ein Barfach oder Schälchen für Erdnüsse und so weiter und so fort. Auch gerne mal abends sein Glas abstellen, in der Ecke rumlümmeln. Ihr habt die Möglichkeit hier dementsprechend die Nackenstützen hoch und runter zu justieren für ein mehr Wohlgefühl. Also einfach top. Gab es schon Leute, die gesagt haben, ich möchte, also man hat ja jetzt hier quasi zwei Sofas jetzt. Wenn das Ding jetzt umgeklappt ist, habe ich zwei Luxussofas. Ja. Patricia, du darfst mal kurz mal die Beine mal hochmachen und gucken, dass die Füße hinten rauskommen mal. Lümmel dich mal so richtig schön hin, denn ein besonderes Detail, es gibt wahrscheinlich Kaikissen für da hinten hin, die kann man kaufen. Die habe ich schon gesehen im Zubehörhandel, da kann man sich's richtig gemütlich machen. Denn hier ist der Fernseher an der richtigen Stelle, wie im Wohnmobil. Das ist genau die Stelle, die man hat. Das heißt, ich kann mich hier hinlümmeln, kann Fernsehen schauen, habe hier vorne noch so eine indirekte Beleuchtung, die wirklich schick ist und habe dann ja, den direkten Blick auf das Fernsehgerät mit drauf. Und auch das Möbeldekor, das sieht aus, als wäre es massiv. Ja, sehr massiv. Mach mal. Cool. Warte, ich gehe mal jetzt mal. Mit ausgefahren oder eingefahrenem Slide-Out hast du hier unheimlich noch Volumen, was nachher dann halt mit dem Ärger ausfahren natürlich hier. Kannst du drin tanzen? So, ich gehe mal ganz nach hinten. Geh mal raus, Sabrina. Patricia. Ich komme echt durcheinander bei zwei. Heute habe ich es. So, und ich gehe mal ganz nach hinten, dass man den Raum einfach mal sieht. Ich verweise auf unser Video übrigens. Einfach mal googeln: Tabacilini Slide-Out in Funktion. Da haben wir es gefilmt mehrfach und. Patricia, geh mal ganz nach hinten. Ich will einmal ganz kurz mal zeigen, wie groß der Raum ist, bitte. Ah, so könnte ich stundenlang einfach mal so einen kleinen Gimbal-Schwenk machen hier. Aber was du hier Oberstein noch nicht gesehen hast. Warte, ich komme gleich. Hier musst du hin. Ich komme gleich zu dir. Ich muss mal so einen ganz kleinen Schwenk machen, dass die Leute das mal sehen. Die beschweren sich immer, dass die Kamerafahrten so schnell sind. Und das ist das Polster.
Also wer jemals schimpft über diesen Wohnwagen, dass er zu teuer ist, ja, der soll sich einmal selber reinsetzen. Der muss sich selber ein Bild machen. Und allein der Raum, so, und jetzt kommen wir auf das Thema Tanzen und Raum, Sabrina. Du hast eben mal die Hände ausgestreckt ganz am Anfang. Das ist krank. Das ist wirklich groß. Und das ist das, was man erwartet. Eigentlich ist das so in Amerika, wenn ich so einen Wohnwagen kaufe, da geht es schon los, ab 40.000, 50.000 Dollar kriege ich die neu, dann habe ich ein Slide-Out mit drin. In Deutschland ist das alles sehr kompliziert, weil die Dinger dürfen ja nichts wiegen. Das ist ja das Problem. Ja, und außerdem hast du die Breite dementsprechend ja auch. Die Trailer sind ja breiter, ja. So, fangen wir vorne an. Das Wichtigste ist natürlich, wenn man lebt in so einem Fahrzeug, ist eine ordentliche Küche, die ich habe, mit einer richtigen Arbeitsplatte und einer Tiefe, dass ich dann hinten auch mal eine Kaffeemaschine hinstellen kann, wie ich das zu Hause habe. Die Nespresso kann ich hier hinstellen. Ich habe hier ein Mülltrennsystem mit drin, da kann ich also schnippeln, zum Beispiel Gemüse, und kann das direkt hier machen. Alles ist abdeckbar. Was für ein Material ist diese Oberfläche? Die fühlt sich nämlich ein bisschen... Ja. Was ist das für ein Material? Ehrlich? Keine Ahnung. Jetzt haben wir das so. Hört sich eher an wie Kunststoff, das hier jetzt. Also das ist nicht so glatt, das ist sehr weich und auch so, ich kann es gar nicht beschreiben. Ihr habt die seit mehreren Jahren, die ist sehr, sehr widerstandsfähig, die Oberfläche? Ja, richtig. So, Gas. Bekomme ich hier optional auch was anderes als Gas? Du kannst optional noch wählen, dass du gar keine Elektrogeräte hier drin hast. Mhm. Dass du nur eine Arbeitsfläche, dass die Leute hier gar nicht kochen möchten, sondern nur eine Platte hier ist. Das wird interessanterweise sogar oft gewählt, weil es gibt ja auch zentrale Küchenmodule, wo die Leute essen, dass man nur hier drin wohnt und dann kann man das ganz anders nutzen. Ja. Die Schranktiefe. Findest du dich noch? Da kann man ein Kleinkind drin verstecken, ja, wenn es irgendwie böse ist. Das nehme ich zurück. Da ist der Backofen von Tedford, Duplex. Übrigens, wer beschimpft und sagt, Backofen braucht man nicht. Chicken McNuggets kann man drin machen, Pizza, alles drum und dran. Brötchen, nicht nur Brötchen aufbacken. Herzbegehrt, genau. Ja, hier ist die ganz große Truma Aventa drin. Die gibt es sogar in schön. Wobei, ich habe das Gefühl, die 2020er Trumas sind alle schön mittlerweile. Also die sind viel schöner geworden im Weiß. Aber hier mit dem Weiß, mit dem Braun, die hat auch Lichtfunktion mit drin. Das heißt, ich kann hier beleuchten. Und hier habe ich einen großen Schrank. Einmal Sesam, öffne dich. Oh, hat sich jemand... So, hier ist ein Router mit drin. Hier ist natürlich das Messepersonal. Das muss auch mal was trinken, das ist okay. Und hier habe ich noch so ein paar Appliances drin. Und wie SAT-Anlage. Hier oben habe ich noch einen Schrank. Und natürlich den auf beiden Seiten zu öffnenden Dometic-Automatik-Kühlschrank, den wir ja schon vielfach gesehen haben. Ein Muss in diesem Fahrzeug. Schon schick, oder? Richtig schick. Also ich glaube, das ist der schönste Wohnwagen, den ich je gesehen habe. Und wir sind noch nicht ganz hinten, ja? Der hat nämlich tatsächlich noch ein Bad. Das Bad ist ganz versteckt. Das haben wir eben in dem, was war es? Der Da Vinci. Der Da Vinci hat jetzt auch ein Heckbad mit drin. Aber so kleine Details wie hier, das ist der Slider, in dem wir uns gerade befinden. Hier ist die zentrale Lichtsteuerung. Ich zeige mal gerade, wie tief diese Fächer sind, dass man mal gerade aufmacht. Die gehen wirklich sehr, sehr, sehr weit raus. Das vielleicht gerade nicht, aber das drunter. Das ist eine Klappe. Toll, jetzt habe ich anmoderiert, die gehen riesenweit auf. Da, auch nicht, ganz unten. Was, sie lassen das einfach mal drin. Weil man denkt ja, das geht ein bisschen weiter auf. Man denkt ja, wenn das so riesig ist, wahrscheinlich ist das mit den Geräten so gemacht, dass man, ich guck mal gerade da drunter. Du kannst ja nicht allzu weit, weil das der Slide-Out. Gibt das Raum, Matthias, der Slide-Out, ja. Okay. Bett. Ich muss mich gerade mal fangen, jetzt wo ich so daneben lag, gerade in der Moderation, ja. Der geht riesenweit raus, ja. Und da war es ja nicht so. Und auch hier kann man den Raum abtrennen. Ja. Du könntest auch rein theoretisch den Raum einmal mit. Da haben sich übrigens die Leute in den Kommentaren so ein bisschen beschwert, dass sie gesagt haben, jetzt habe ich ein Fahrzeug hier für 100 und, keine Ahnung, 20.000 Euro. Und da ist ja nur so ein Stoffvorhang dabei. Ja. Ist aber so. Es ist so und dementsprechend ist es aber auch an Gewicht und so eine Tür, was du eben Vivaldi und sonstige gesehen hast, massiv, gibt wieder Gewicht. Und es muss auch realisierbar sein beim Slide-Out. Flexibel bleiben und so weiter und so fort, genau.
Der Style-Out wäre ja dann, wenn er reingefahren ist, der ist ja ungefähr hier an der Stelle, hier kann man es eigentlich ganz gut sehen, da wo jetzt der Teppich liegt, da ist die Aussparung drin, da wäre der auch reingefahren. Da und da hast du den Slide-Out hier. Und wenn du dann trotzdem dich raus bewegen möchtest und drinnen im Fahrzeug bewegen möchtest und würdest es trotzdem schließen wollen, die Seiten oder die Abtrennung, wäre es ja blöd, wenn die so weit dann rauskommen würde. Genau, Dankeschön für die Hilfe. Gerne. Ein rundes Bett. Ist das groß genug für die meisten? Ja. Das hast du dann, wenn der Slide-Out eingefahren ist, kommt hier hinten das Kopfteil hoch und wenn er ausfährt, kommt das Kopfteil einmal nach unten flexibel. Genau, im eingefahrenen Zustand geht es automatisch hoch. Das biegt sich hoch. Ja, korrekt. So, große Schränke. Ja, cool ist auch das Silber hier. Das ist richtig schön. Ne, oben drüber, guck mal, der Rand. Hier oben, ja. Ja. Das hier habe ich schon gezeigt in Ida Oberstein mit diesem Stoff. Das ist nicht viel. Das hat so eine... Ja, wir haben Kunden, die haben jetzt sich das Ganze dann auch umbauen gelassen. Dann haben die zwei Flammen und haben hier eine breitere Tür. Hier hast du ja entsprechend eine schmale Tür. Reicht für Normalsterbliche. Es gibt aber auch Leute, die sagen, okay, ihr habt von hier die 70er Tür. Hier hinten habt ihr eine kleine Tür. Das geht, kann man umbauen. Dann haben wir halt mit Option und Aufpreis das Lichtspiel etwas kürzer. Ab Werk kommt das. Dafür sind Sonderbauten, muss man dann dementsprechend abklären, haben wir aber auch schon gemacht. Ihr könnt das. Das heißt, bei AMC-Schnitt in Ida Oberstein. Mit eingeleitet, genau. Sehr schön. Also hier vorne sieht man den Fernseher. Das wolltest du mir eben schon mal zeigen. Ja, das ist neu. Der versenkte Fernseher. Hier kann man einfahren. Hoch und runter, genau. Den haben sie ausgeschaltet. Ja. Deactivated. Und hier vorne habe ich dann meinen Spiegel. Da kann ich denn meinen Schrank öffnen. Mach mal auf. Großer Kleiderschrank. Ich denke, das ist auch ein Muss. Ja. Die alte Warmwasserheizung oben, das Ausgleichsgefäß. Ach, ich komme über die Schranktiefe nicht weg. Dass ich das. Weißt du, warum ich dachte, er wäre so tief? Weil oben drüber das Fach so tief ist. Ja. Ja. Mach mal oben auf. Dort hier bitte. Oben. Ja. Warte. Man sieht, was da drunter ist. Hier. Kleines Fach. Sehr schön. Und unten habe ich dann noch. Genau, da hast du die Möglichkeit halt auch drei Fächer noch zu bekommen, dass die zu sind. Ah, ist nur eine Blende. Jetzt durch diese neue Option des versenkbaren Fernsehers fällt das halt dementsprechend kleiner aus. Kleiner oder weg. Ja, da könnte ich dann noch die. Entweder oder hast du halt dann. Entweder Aktien, die könnte ich dann auch da unterbringen, die ich dann habe. So, da vorne. Noch Staumöglichkeiten. Hier vorne habe ich noch ein bisschen was. Hier hast du am Bett noch so deine Fische. Links und rechts. Warte, ich zeig's gerade hier vorne. Ja. Kann ich noch ein Buch oder irgendwas reinlegen? Hier ist die Lichtsteuerung uns nochmal, die mit drin ist. Und wir gehen am besten mal ins Bad, denn das ist wirklich riesig. Ein Heckbad. Aber das, die Farbe vom Holz steht dem Fahrzeug sehr gut. Ja. Edel, oder? Edel. Patricia, komm mal rein. Ich meine, wir sind immer noch im Wohnwagen. Ich habe eine richtige Heizung hier an der Seite, eine Warmwasserheizung von Alde. Ich habe einen großen Spiegel. Aber dieses Waschbecken sieht auch total edel aus, oder? Das satiniert so ein bisschen, oder? Ja, also das hat total was. Kunstwerk. Und auch das ist nicht ganz glatt. Das ist wieder so ähnlich, diese Oberfläche wie die Küche oder sogar die gleiche. Spiegelt sich alles fortlaufend. Vorne habe ich einen großen Schrank, mach mal unten auf. Oh. Ich sage jetzt nicht, dass er tief ist, ja, bevor ich es weiß. So, hier vorne der Schrank, mach den mal bitte auf. Mhm. Zum Hängen für Bademantel oder für Handtücher. Ja, du hast ja immer irgendwo was du unterbringen möchtest. Und auch hier, das ist bestimmt auch beleuchtet. Ja, korrekt. Ja. Die Fische links und rechts, wo du jetzt bist, kannst du dann die Fächer auch öffnen, dass du noch Zahnputzfächer und so weiter. Ja, verstehe. Da. Ja, gerne. Das sind fester Spiegel. So, und du stellst dich nochmal bitte in die Dusche, denn die ist riesig. Die ist wirklich sehr groß. Großes Fach noch hier. Kurz mal hoch und
Auch hier habe ich einen Magnetverschluss. Ich will mal kurz rein. Guten Tag. Ja, cool. So, jetzt haben wir das Auto die ganze Zeit blockiert. Wir gehen am besten mal raus. Also Hubstützenanlage ist mit drin. Das ist, glaube ich, ein Muss. Das muss man mitbestellen, denn das nivelliert sich vollautomatisch aus. Du merkst, es wackelt gar nichts. Das Ding steht gerade auf Hubstützen. Und zwar auf 6 Hubstützen. Ja, komplett 6 Hubstützen. Schön ausjustiert, einwandfrei in der Waage. So, und wer das Fahrzeug haben möchte, der weiß ja, dass er sowas braucht. Also bitte die Kommentare, bändigt euch, ja. Ihr könnt ja auch was Kleineres kaufen, ja, was Günstigeres. Aber es gibt Menschen, die wohnen im Wohnwagen, das ist so. Das ist jetzt auch kein Geheimnis. Das sind ganz liebe Menschen. Ich kenne ganz, ganz, ganz viele, denn ich wohne in Frankreich. Und die bevorzugen Tabat. In Europa sieht man Tabats überall in der Größe, muss man sagen. Und das ist eigentlich schon fast Industriestandard. Es gibt noch einen anderen, die bauen auch Traktoren, aber ich glaube, die bauen nicht so große. Das hier ist schon außergewöhnlich groß, oder? Das ist außergewöhnlich groß und soll ja auch der Highlight bleiben. Das ist so, ja. Oben die alte Steuerung, die drin ist und natürlich eine zentrale Steuerung, die hier oben drin ist. Und was natürlich auch nicht fehlen darf, bekannt aus dem Morello, ja, das Glasfach, wie es hier drin ist. Das ist übrigens die Hubstützensteuerung von EP. Die geht vollautomatisch. Sie können das einfach anwählen und dann werden die Hubstützen angesteuert. Und hier nochmal die zentrale Beleuchtungsanlage per Bussystem mit den tollen neuen Rauten Tabatlampen. Ja, überall spiegeln sich die Rauten. Du siehst ja selbst in den Sitzpolstern. Und viel wird auch gefragt, wenn die Leute gerne den Puccini kaufen wollen, kann ich das Cellini-Polster bekommen? Nein, dem Cellini ist das Polster vorbehalten. Also kauft Cellini Slide-Out. Nee, muss jeder für sich selber entscheiden, aber das ist schon eine Klasse für sich. So, ich gehe mal raus, da ist er, der Cellini 750 HTD. Er ist wieder geöffnet für die Öffentlichkeit. Gesamtlänge 10 Meter und 27. Das ist ja schon mal eine Hausnummer. Er hat zwar 750, aber er ist 10 Meter und 27. Die Nutzlänge ist 7 Meter 46, 2,50 Meter Breite. Und ja, das Ganze wird durch den Slide-Out dann nochmal ausgezogen. Und das hier ist die Polsterausstattung Leder Cream Nature, die mit drin ist. Sie können sich das ja zu Hause einfach mal auf Standbild machen und dann können Sie alles nochmal nachlesen. Das Fahrzeug, wie es hier steht, 107.098 Euro. Aber es ist so, die Nutzungsdauer von dem Cellini locker 10 Jahre und dann wird er meistens weiter vererbt. Der wird mit Sicherheit vererbt werden, ja. Ja, vielen, vielen Dank. Wenn Sie Interesse haben, Sabrina Fevinger von AMC Schmidt, ihr seid Europas größter Tabat-Händler, so ist es. Ihr seid jeden Tag im Werk, wirklich. Also ihr holt permanent Autos ab dort ab. Ihr seid in Idar-Oberstein, das ist in Rheinland-Pfalz im Hunsrück. Richtig, genau. Das ist in Idar-Oberstein, das liegt im Hunsrück, im schönen Hunsrück. Da kann man sich dann auch dementsprechend das Fahrzeug mal auf einem Campingplatz nachführen, wenn man das bei uns abholt. Und wir sind vor Ort und stehen mit Rat und Tat zur Seite. Wie gesagt, die Wohnwagen gerne über uns und Ansprechpartner. Ja, Patricia, das war wohl das fetteste Teil am Wohnwagen, was wir je gesehen haben, aber es war eine Besichtigung wert. Ich guck mal auf die Uhr, 30 Minuten haben wir gebraucht. Cool, oder? Auf jeden Fall, wie ich schon gesagt habe, für mich persönlich der schönste Wohnwagen, was ich bis jetzt gesehen habe. Der letzten 100 Jahre. So, ich gehe mal ganz zurück, da mache ich euch mal das Gesamtbild am Stand von Tabat. Hier ist uns der Infostand, der da ist. Und direkt gegenüber haben wir dann den Cellini Slide-Out. Willkommen am Limit steht oben drüber. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Und wenn Sie möchten, einfach Daumen hoch und abonnieren Sie unseren Kanal. Für alle Fernsehzuschauer übrigens, die uns im Fernsehen schauen, Sie können auf Saarland Fernsehen gehen, auf den YouTube-Kanal Saarland Fernsehen. Dort finden Sie alle Videos meist schneller und in voller Länge, als sie im Fernsehen laufen. Vielen Dank fürs Einschalten.